Eine zweite CD des gleichen Herausgebers widmet sich Werken von Rudolf Walaczynski. Auch hierfür konnte mit Markus Kretzer ein Pianist der jüngeren Generation gewonnen werden, der nun für Sie die Toccata Opus 12 aus dem Jahr 1951 von Rudolf Walaczynski spielt. Ein Stück, das uns zeigt, wie packend, expressiv und interessant Walaczynski komponieren konnte. Thank you.
Palatschinski habe ich persönlich gekannt und er war für mich, wie etwa auch sein Kollege im Dienst der Pädagogischen Hochschule Köln, Walter Gieseler, eine der markanten Musikerpersönlichkeiten seiner Generation. Von seiner oberschlesischen Herkunft hat er gerne erzählt und auch davon, wie wichtig ihm die gleichzeitige Wahrnehmung von Klingen und Farben war. Seit langem war er auch Maler und ich besitze nicht nur einen Katalog seiner Bilder, sondern auch ein kleines Original, auf das täglich mein Blick fällt. Wie explosiv er mit Farben umgehen konnte, davon vermittelt das CD-Cover nur eine schwache Ahnung mit dem Ausschnitt seiner tönenden Sonne. Das gleichzeitig entstandene Musikstück gleichen Namens stellte er sich natürlich als ein gewaltiges Orchesterpoem vor. Realistischerweise ließ er es aber als Klavierstück erscheinen. Markus Kretzer spielt und wir haben noch ein paar Minuten, ihm zuzuhören. Lucian Schiewitz und Hans-Jürgen Winterhoff zitieren in ihrem Booklet-Text den Kommentar, den ich auch wiederholt aus dem Mund des vor einem Jahr verstorbenen Komponisten gehört habe, dass die Nacht des Seins in der Kraft des Lichts ihre Überwindung finde. Thank you.
Wir blenden uns aus der tönenden Sonne von Rudolf Falaschinski aus. Die genauen Angaben zu den vorgestellten CDs erhalten Sie von unserer Hotline unter der Nummer 0800 5678 333 oder im Internet unter wdr.de. Auch das Institut für Deutsche Musikkultur im östlichen Europa finden Sie im Web unter ime-online.de. Einen schönen Abend, am besten mit WDR 3, wünscht Ihnen Bernhard Valerius.